Hallöchen und willkommen zurück zu Plants vs. Zombies 2, It's About Time. So, weiter geht's mit Level 28 und bald haben wir die Frostbeulenhöhlen hinter uns. Endlich. Plane deine Verteidigung und besiege die Zombies. Na gut, das hatten wir schon lange nicht mehr. Gargantua, Wieselzombie, Troglobi, sonst noch was? Kein komischer Vogel, aber hier der Schneeball werfende Zombie ist auch mit von der Partie. Wir haben 2500 Sonnen zu verballern. Gucken wir mal, wie gut das geht. Wir haben hier so zwei. Also da kann ich jeweils so eine rote Rübe hinterstellen. Ich muss mal gucken, wie viel Sonnenlicht mir bleibt. Ich nehme auf jeden Fall auch mal hier so. Und dann brauche ich noch Stacheln für die blöden Wiesel-Zombies. Vielleicht eine Nuss, na, wobei wir haben ja die. Ja. Blumenrang. Der läuft ja ganz gut in letzter Zeit. Ich schau mal, wie ich das gut verteilt kriege. Also. Womit fange ich am besten an? Vielleicht zwei von denen? Und dafür dann aber ganz viele Bloomerangs. So. Zwei von denen. Ich glaube, ich kann hier auch noch einen hinstellen, oder? Das könnte natürlich zum Problem werden, wenn die Dingens kommen. Die Wiesel. Die machen das anders. Wir stellen lieber überall hier Mangoldmangler hin. Und dann hier überall noch Stachelkraut. Na, jetzt habe ich da oben keins, aber das ist, hoffentlich funktioniert das. Und wenn wir jetzt hier noch die... Machen wir das so. Okay, und jetzt habe ich noch... Einmal kann ich den Mangoldmangler ersetzen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Vielleicht hätte ich die eine Paprika nach hier unten setzen sollen. Wir schauen erstmal, wie es läuft. Ja, und wenn der Gargantua kommt, dann könnte es ein bisschen gefährlich werden. Ob die jetzt hier hinten so viel bringen, weiß ich nicht. Aber ja, es sieht doch eigentlich ganz gut aus. Sehr viele Eimer-Zombies, muss ich sagen. Direkt zum Start hier. Aber meine Mangold-Mangler kennen keine... Da geht's schon los mit diesen... blöden Wiesel. Ich mag die nicht. Aber das wisst ihr ja inzwischen schon. Gibt es jemanden, der die mag? Der dich denkt, ja, Wiesel-Zombies, ich mag die so gerne. Oh oh. Es kommen also doch diese blöden Vögel. Ist natürlich jetzt ungünstig. Weil jetzt alles eingefroren ist. Ach so, ich hab... Ja, okay. Machen wir mal Platz für den Spezialding. Ich glaube, der ist jetzt zu spät. Ich hoffe, die kriegen diesen blöden Vogel da noch kaputt. Oh, der war aber jetzt knapp. Okay, unsere Mangold-Mangler sind alle noch gut dabei. Gut, dass wir so viel Spezialdünger haben. Ich glaube, ohne den wäre es ein bisschen brenzlig. So, der schiebt diesmal nur einen Klotz vor sich her. Dann... Ach so, der ist eingefroren. Okay, mehr Wiesel. Ja, das war jetzt nicht mehr nötig. Na gut, egal. Hier kommen nochmal so drei. Okay, okay. Ich kann immer noch, naja, einen Mangold lieber ersetzen. Und ansonsten... Oh, oh. Noch die Zwirbel benutzen. Kommt jetzt der Gargantua? Das klingt so. Das klingt schwer nach Gargantua. Hauen wir nochmal die Paprika raus. Der Gargantua wird natürlich meine schönen Stachelkraut zerstören. Da hat er drei kleine Wichte. Das finde ich auch nicht so toll.
Und da kommt gleich noch einer. Ja, nee, warum nicht? So, jetzt habe ich kein Sonnenlicht mehr. Ich kann nur noch hier das Eis schmelzen. Oh oh. Paprika-Attacke. Aber den Mangold und den Mangold-Mangler kann ich nicht mehr ersetzen. Naja, es scheint aber jetzt die letzten zwei Zombies zu sein. Beziehungsweise drei mit dem Wicht. Na komm. Mal sehen, ob das so viel bringt. Ja. Hurra, hurra, wir haben es geschafft. Das klang jetzt wahrscheinlich sehr begeistert. So, noch zwei Level bis zu Dr. Zombas. Dann labern wir nicht viel rum, sondern gehen direkt ins nächste Level. Überlebe den Zombieangriff mit den vorgegebenen Pflanzen. Na gut, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Blödsinn. Also nur Kältepflanzen oder so. Okay, Sonnenblumen sind schon mal schön. Ich habe keine heiße Kartoffel. Ich habe dafür die Feuererbsenkanone. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, wie ich das so... Ha. Also hier brauche ich ja schon mal ein Sonnenlicht. Macht das Sinn? Naja, gut. Die heizt auch ein bisschen hier die eingefrorene Sonnenblume auf. Langsam, aber sicher. Und dann natürlich auch diesen blöden Pylonen-Zombie. Tada, Sonnenlicht. So, ich habe jetzt nicht aufgepasst, was hier noch für Zombies kommen. Ich mache das erstmal so. Aber das reicht, dass die kaputt gehen. Ich hätte dann sonst natürlich auch noch ein Nüsschen. Oder komm, wir machen das mal so. Und dann stellen wir auch hier schon mal so eine rote Rübe hin. Die ist doch ganz schön. Und dann sammeln wir noch ein bisschen Sonnenlicht ein. Damit ich da oben... Können wir auch noch so ein Ding hinstellen. Eine Feuererbsenkanone. Na, du musst den töten, bevor der hier hochgeht. Dankeschön. Oha. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Von da trifft die leider auch nicht die rote Rübe. Also nicht rote Rübe, sondern Rotorrübe. Vielleicht die ja? Ja. Hätte ich zuerst setzen sollen. Naja, egal. Wir kriegen das schon hin. Jetzt ist eigentlich schon noch ein Pylone und einer, der ist fast tot. Und sonst kann ich auch noch mal hier so einen schlechten Atem verbreiten. Ah, sieht gut aus. Sieht ganz gut aus, so. Sehr wenig Sonnenblumen, muss ich sagen. Aber es scheint ja gut zu funktionieren. Bisher. Der wird jetzt, glaube ich, ein bisschen problematisch. Jeder Eimer-Zombie, aber die Zwirbel. Die lähmt den erstmal. Okay. Troglobi-Zombies. Sind ja auch was Feines. Hahaha, nicht. Ich könnte natürlich noch mehr von denen aufstellen hier. Denn warum nicht? Die kleinen Wichte, die lachen immer so dreckig. Jo, nicht. Mehr gibt's jetzt gerade nicht. Ah, wieder diese Schneeball. Schneeballschlacht-Zombies. Sind jetzt auch nicht unbedingt meine besten Freunde. Aber das kriegen wir schon hin. Na, gut, jetzt ist hier die Rote rüber eingefroren. Uncool. Dann machen wir hier mal mehr Verstärkung. Und jetzt kommen doch so blöde Vögel. Ah, oh, okay. Ja. Da habe ich nicht so ganz aufgepasst. Ah, schon wieder eingefroren. So. Mit der dreifachen Kraft sollte das aber doch jetzt klappen. Blöden Zombie zu zerstören. Ja. Jawohl, ja. Und dann vielleicht hier noch so eine rote Rübe.
Und jetzt spule ich mal ein bisschen vor, denn es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, diese hier war nicht ganz so... Also... hier könnte ich vielleicht lieber doch noch eine Feuererbse hinsetzen. Ich glaube, die bringt mehr. Oh, der geht direkt dann nach da oben. Das ist auch nicht so gut. Und die hier unten, die gefallen mir nicht. Die verbrennen wir jetzt mal alle. So geht das. Oh, wieder eine Pflanze. Ich müsste eigentlich mal in meinen Zen-Garten gehen und die ganzen Verbesserungen abholen. Und dann müssten wir die einfach mal verbraten. In irgendwelchen Leveln. So, wir machen das jetzt einfach so. Ist ja eigentlich egal. Die Nüsse habe ich gar nicht gebraucht. Die Nüsse. Die Nüsse, das Nüsschen. Was kommen hier denn jetzt so viele? Die gefällt mir aber nicht. Dann machen wir denen mal ja, ein bisschen Feuer unter den Hintern. So, und ein Spezialdünger habe ich noch. So. War zwar jetzt nicht unbedingt nötig, aber ich hab's ja, ne? Yippie-yay! Und da gibt es wieder eine Pinata. Also so schwer war das jetzt gar nicht, muss ich sagen. Eigentlich ziemlich simpel, ehrlich gesagt. Es kam ja auch keine Wiesel-Zombies. Hm? Die Wieselhorde? Wenn die nicht dabei sind, ist das schon entspannt. Okay, wir können eh nichts aufleveln. Aber wir gehen jetzt zum Dr. Zombos. Mal gucken, was der wieder auffährt. Für tolle... Ja, was er sich wieder ausgedacht hat. Für Strategien. Und so weiter und so fort. Seid gegrüßt. Dr. Zombos hat prähistorische Frage für peinliche Pflanzenpanneköpfe. Warum jagt ihr nach dem Taco? Ist das alles, worum es geht? Ist es vielleicht eine Falle oder ein Trick? An der Frage könnt ihr euch die Zähne ausbeißen. Muahahaha! Unga, unga! Penny, mein Taco! Benutzer Dave, ignoriere den Taco. Lass dich nicht necken. Es ist Zeit, Dr. Zombos zu bekämpfen. Damn right! Penny? Aha. Hier kommt Money. Das Mammut. Nein. Es ist nur Dr. Zombos in einem komischen Mammut-Roboter-Irgendwas? Okay, er hat wieder den Klassiker hier. Pflanzen abschießen. Diesmal mit Eisblöcken. Ah, interesting. Macht er sich da so eine Barriere hin? Ich fange jetzt mal an, natürlich. Es war doch klar. Ich setze die erste Pflanze und zack. Ist sie auch schon wieder kaputt. Oh. Hier, Feuer ist bestimmt gut. Setzen wir mal in die Mitte. Also es sieht so aus, als könnte er sich nicht bewegen. Hoch und runter. Und ich frage mich, ob ich die... Ah, okay, das ist natürlich jetzt gut, dass... Wir können ja auch einfach mal hier so ein paar rote Rüben aufstellen. Okay, das ist gar nicht so leicht, den dann zu treffen. So wie es aussieht, wenn der endlich mal hier zufriert. Ey. So geht das aber nicht hier. Und wieder ein eisiger Wind. Ah, super. Irgendwie gar nicht so leicht, muss ich sagen. Der verliert jetzt gleich sein... oh, okay. Ich habe ihn doch noch getötet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ey, die habe ich gerade dahin gesetzt. Und schon willst du sie wieder kaputt machen. Sie stellen nochmal dahin. So, tauen wir das mal wieder auf.
Ich möchte dem ja mal ein bisschen Schaden machen hier. Aha, jetzt treffe ich ihn endlich mal. Okay, der hat noch nicht wirklich viel verloren. Irgendwie, um ehrlich zu sein, noch gar nichts. Irgendwas eingefroren? Ne. Ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, um ihn so richtig anzugreifen. Ah, okay, er ist wieder eingefroren. Ich glaube, das kann eine Weile dauern. Was? Jetzt aber schon ein bisschen weit vorne. Ey. Mein Triplinator gefressen. Komm, wir stellen die einfach mal dahinter auf. Und die ganzen Mangoldmangler sind schon dem Ende nah. Eine Paprika. Paprika-Katapult. Okay, der geht jetzt kaputt. Oder auch nicht. Ich wollte die Schaufel und den wegbringen und nein, nicht einen neuen hinsetzen. So. Den können wir mal ersetzen. Eigentlich kann ich auch alles hier irgendwie hinstellen. Ist ja auch egal. Wir haben auch noch keinen Spezialdünger bekommen. Ungewöhnlich. Hier, komm. Mach das schon mal alles hier kaputt. Oh, was ist an dem? Das war jetzt nicht so der Plan. Aber gleich haben wir die erste Stufe schon mal erledigt. Was heißt schon? Endlich. Hat ja lang genug gedauert. So, alle Mann, Attacke. Bam, 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 bam. Komm, wir stellen das einfach hier vorne hin. Macht ja sowieso alle meine Pflanzen wieder kaputt. Ah, ich glaube... Das da hinten... Oh, was? Jetzt geht das aber auf einmal schnell. Na gut, ich habe ja auch viel Feuerkraft, ne? Ersetzen wir den mal lieber wieder. Mach den platt! Er ist gleich kaputt! Ja, mit Superdünger wäre das wahrscheinlich zu easy. So, jetzt sollte es nicht mehr lange dauern. Und da gibt er den Geist auf. Yippie! Gut, es sah am Anfang etwas schwierig aus, war es dann aber gar nicht. Also, ich meine, ich habe den ja schon mal geschafft, aber das ist jetzt auch schon eine Weile, ja? Gut gemacht, wir haben Dr. Zombos besiegt. Nie mehr werde ich an meinem Taco zweifeln. Benutzer Dave, bei unserer Reise durch die Zeit geht es schon um mehr als nur einen Taco, das weißt du, oder? Wahrscheinlich hast du recht, Penny. Es geht auch um... Ha! Dr. Zombos nicht besiegt. Dr. Zombos zurück vom Rande der Zerstörung. Dr. Zombos wieder da, wenn keiner ihn erwartet. Große Überraschung! Dr. Zombos jetzt aufhört, in dritter Person von sich zu sprechen. Bis bald! Nun ja, ich denke, er kommt zurück genau dann, wenn wir es erwarten. Nämlich, wenn da wieder so ein Dr. Zombos-Level ist. Du hast die Schöpfung von Dr. Zombos, den Zombot-Stoßzahnmeister 10.000 BC, besiegt. Wow. Bin ich aber jetzt stolz drauf. Jetzt holen wir uns noch unsere Belohnung ab. Können wir irgendwas aufleveln? Ich glaube nicht. Wir brauchen überall 75. So viel kriegen wir leider nicht. Schade. Ich muss immer noch das Yeti-Festivus machen. Ich komme da irgendwie nicht zu. Vielleicht gleich. Später. Ich weiß nicht. So. Damit hätten wir die Frostbeulenhöhlen abgeschlossen. Und dieses Mal gibt es auch keine... Ja, noch andere Welten. Dieses Mal gibt es auch keine weiteren Level, die noch schwerer sind, die man erst mit Erweiterungen und so weiter spielen muss. Sondern es ist wirklich abgeschlossen. Vielleicht kommt da irgendwann nochmal was in einem Update. Hier in den ersten drei Welten gibt es ja noch weitere Level, die wir noch spielen können. So, ich überlege jetzt, ob wir jetzt als nächstes in die verlorene Stadt gehen oder vielleicht in die ferne Zukunft. Denn die finde ich eigentlich ein bisschen cooler. Und da gibt es auch so eine Pflanze, die ich gerne in der verlorene Stadt nehmen würde, benutzen würde. Ja, ich weiß nicht. Also eigentlich gehe ich ja gerne der Reihe nach.
Deswegen müssten wir eigentlich jetzt in die verlorene Stadt. Ich überleg's mir und wir sehen das dann beim nächsten Mal, wofür ich mich entschieden habe. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.